«Экспресс-шоп» празднует юбилей. И поздравить нас пришел сам Пеппи Рёслер. А в подарок нам он принес что-то абсолютно невероятное. Абсолют сенсационель. «Нутрислайсер» — это уникальное изобретение из Австрии. Размером не больше смартфона, «Нутрислайсер» содержит в себе сразу 4 устройства. Легким движением вы устанавливаете насадку для очистки овощей, и «Нутрислайсер» очищает как твердые, так и нежнейшие фрукты и овощи в считанные секунды. Установите насадку жульен, и «Нутрислайсер» превращается в уникальное устройство для нарезки соломкой. Теперь корейский салат из моркови или овощные спагетти для вас – дело нескольких минут. Но это еще не все. Установив силиконовые подставки и раскрыв «Нутрислайсер», вы превращаете его в овощерезку, которая нашинкует овощи шайбами невероятной толщины. Посмотрите сами! Все 3 лезвия «Нутрислайсер» изготовлены из прочнейшей японской стали. Даже ананас по зубам этому плавающему ножу с заточкой пиранья. Конечно, «Нутрислайсер» сможет открыть еще и любую бутылку, но не это главное. Achtung, heute bekommen Sie ein zweites Paket gratis dazu. Да, вы не ослышались. В честь своего юбилея «Экспресс-шоп» дарит вам второй набор «Нутрислайсер» из 5 частей. Не упустите эту уникальную акцию, ведь кухонные приборы не должны быть громоздкими. Они должны быть как «Нутрислайсер». Уметь все и при этом умещаться в кармане. День рождения – это праздник, день рождения – это подарки и сюрпризы. Наш сюрприз сегодня вам, дорогие друзья. Это настоящий маг и волшебник, что касается кухни, Пеппи Рёсли. Сегодня он в нашей студии. Поприветствуем его. Крюсти, Пеппи. Hallo. Oh. Ich komme aus Wien und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier bei euch sein darf, anlässlich 10 Jahre Express Shop. Und ich habe auch etwas ganz Besonderes mitgebracht. Das ist ein Helfer für die Küche, meine Damen und Herren, mit dem Sie alles schneiden, mit dem Sie raspeln können, mit dem Sie Julien schneiden. Für die Salate, für die Küche, zum Vorbereiten unentbehrlich. Und weil wir heute eine besondere Werbung machen, ja, gibt es anlässlich des 10-Jahres-Jubiläums ein zweites gleich einmal dazu. Und das ist wirklich fantastisch. Ich darf dir das zur Aufbewahrung geben und zeige Ihnen einmal, wie einfach und wie leicht das funktioniert. Hier vorne haben Sie verschiedene Aufsätze und Einsätze. Die können Sie leicht mit einem Handgriff wechseln. Natürlich eine Anleitung ist dabei. Ich nehme das zum Beispiel und immer dann, ja, wenn diese Nase nach rechts schaut und das Gerät zu mir, setze ich es ein, dann bin ich richtig drinnen. Das zum Beispiel ist eine fantastische Eis- und Ölgehärtete Zackenklinge. Japanischer Stahl, meine Damen und Herren, der nach allen Richtungen schneidet. Ich ziehe weg, da glaubt man, da ist nichts passiert, aber Irrtum, schauen Sie her, dünne Schale weg. Ich schneide zurück und was ist passiert? Wieder nichts, Irrtum, zweite Schale weg. Das heißt, in Zukunft schneiden Sie zu Hause im Vor- und im Retourgang. Ihre Gurken, Ihre Karotten, Ihre Rettiche, alles, was Sie schälen möchten, schälen Sie hier ab. Und ich sage Ihnen eines, wenn ich behaupte, alles schälen, dann meine ich auch alles. Und das kann jeder Linkshänder, das kann jeder Rechtshänder. Sie können das beim ersten Mal genauso wie hier. Ich bin kein Linkshänder, tue mit der linken Hand sehr schwer, aber trotzdem kann ich problemlos schälen. Weil dieses Gerät, meine Damen und Herren, von der Qualität, von der Beschaffenheit und auch von der Konstruktion her, einmalig und tipptopp und 1A ist. Die Eis- und Ölgehärtete Zackenklinge, die pendelt nämlich. Das heißt, eine Pendelklinge, die so funktioniert, passt sich immer an jedes Schnittgut an. Und wenn ich sage an jedes Schnittgut, dann meine ich das auch. Nehmen zum Beispiel jetzt eine Hawaii-Ananas. Da würden Sie vielleicht jetzt zu Hause sagen, die schäle ich nicht. Aber ich sage Ihnen auch warum, weil Sie können sie nicht schälen. Mit so einem Schäler, meine Damen und Herren, da springen Ihnen normalerweise zu Hause die Klingen um die Ohren. Aber schauen Sie her, Eis- und Ölgehärtete Zackenklinge schneidet einfach alles hier von der Oberfläche weg. Und jetzt kommt die Sensation. Ich nehme dasselbe Gerät, da wird nicht geschnitten, da wird nicht getauscht, dieselbe Klinge. Ich wasche sie nur einmal kurz ab und jetzt nehme ich einen Spargel vor Ihren Augen. Wenn Sie einen Spargel zu Hause haben, dann haben Sie meistens einen Spargelschäler dazu gekauft. Meine Damen und Herren, so fein, so dünn, wie Sie hier den Spargel schälen, ja, von dem konnte man lediglich bisher nur träumen. Sie schälen den von der Spitze nach unten, wunderschön, appetitlich und sauber ab. So leicht, so einfach ging es noch nie. Aber auch das war noch keine Sensation. So unterschiedliche Sachen wie das und das, schälen, ja, das ist schon eine Sensation. Aber jetzt kommt was, das würde mir kein Mensch glauben, der jetzt zuschaut. Mit demselben Gerät bin ich in der Lage, dass ich den Käse wunderschön schneide. Wow. Und zwar hauchdünn und fein wie mit keinem Käsemesser. Wenn Sie ein Käsemesser kaufen, das kostet fast schon mehr wie bei uns der Doppelpack. Schauen Sie sich das einmal an. Wunderschön für die Käseplatte. Zum Belegen von Broten schneiden Sie alles runter. Aber auch das ist noch viel zu wenig. Ich habe angekündigt, wir haben ein Universalgerät. Jetzt nehme ich, und jetzt bitte aufpassen,
den Scheller hier vorne mit einem einzigen Handgriff heraus und setze jetzt die Füße ein für den Hobel. Das sind sozusagen, wie mein Kollege immer sagt, die High Heels, die Stöckelschuhe. Das setze ich jetzt ein und jetzt sitze ich eine Stufe höher. Und jetzt bitte aufpassen. Absolut sensationell. Ich klappe hier hoch, das heißt, Ihre Finger sind immer geschützt. Und jetzt habe ich hier eine Edelstahlklingen-V-Form. Wow. Und mit dieser Edelstahlklingen-V-Form schneiden Sie jetzt besser, schöner, leichter, einfacher. Das traue ich mir ohne weiteres sagen, wie mit jedem Gemüsehobel. Bitte schauen Sie sich das an. Da ist eine Scheibe wie die andere geschnitten. Da ist nicht eine halbe, ein Geviertelte dabei. Und ob Sie gleich über die Salatschüssel schneiden, ja, wenn ich schon geübter bin, mache ich so. Ob ich den Hobel auf die Silikonfüße stelle, damit ich einen schönen Halt habe, das ist ganz egal. Du wirst alles finden, ja? Nur keine Scheibe, die irgendwie halbiert, beschädigt oder nicht perfekt geschnitten ist. Das ist auch der perfekte Trüffelhobel. Oder wenn Sie so etwas Feines schneiden wollen, wie zum Beispiel Kartoffelchips, schneiden Sie Kartoffeln mit oder ohne Schalen. Schälen können Sie es vorher mit der Piranha-Klinge und so schneiden wir es in hauchdünne Scheiben. Bei der Zwiebel, wenn Sie die ganz fein haben wollen, schälen Sie bitte die Zwiebel immer so ab, dass die Wurzel drauf bleibt. Die gibt den Halt. Sie fällt nicht aus dem Rand. Und jetzt nehme ich dieses Werkzeug, das kleine, das bekommen Sie dazu. Es steht immer drauf, fünfteiliges Set. Fünfteiliges Set heißt, Sie bekommen alles dazu, was Sie in der Küche wirklich brauchen. Keine unnötigen Sachen, sondern das, was Sie wirklich benötigen. Und jetzt bitte, meine Damen und Herren, Hand aufs Herz. Egal ob Schuhbeck, ja, egal ob Spitzenkoch, egal ob Hausfrau. Ja? Schauen Sie sich das einmal an. So fein die Zwiebel, das können Sie mit einem Messer nicht mehr schneiden. Das ist wirklich utopisch. Ja? Mhm. Und ich fahre da nur rauf runter und ich schneide das appetitlich sauber, rationell, sparsam und schnell. Bis zum letzten Rest runter. Nur bei die Wurzel mit der Restschale bleibt über. Da sind wir großzügig, das geben wir weg. Um Ihnen zu demonstrieren, wie unentbehrlich das ist, zeige ich Ihnen jetzt ein Radieschen geschnitten. Ich habe hier vorne einen kleinen Auszug. Den besten Krauthobel, den besten Gemüsehobel. Und wo liegt der Unterschied bei den Hobeln? Nur in der Schnittqualität, in der Schnelligkeit nicht. Und ich sage dir warum. Wenn du einen Hobel hast, der so groß ist, und du schneidest mit der Gurke runter, was hast du? Eine Scheibe. Ja. Ja. Und wenn ich hier über diesen kleinen Mini-Hobel im Handyformat, nicht größer als ihr Telefon, runterschneide, was habe ich? Eine perfekte Scheibe. Das heißt, er macht nicht mehr, er macht nicht weniger. Er schneidet einfach schön, er schneidet präziser. Und wenn ich sowas habe wie ein Radieschen, zum Belegen von Broten oder den Rettich. Aber für den Rettich habe ich noch eine viel bessere Idee. Dann schneide ich hier, bitte schaut euch das einmal an, meine Damen und Herren. Da ist eine Scheibe wie die andere geschnitten. Es gibt keine geviertelten, keine halbierten Scheiben. Es gibt nicht irgendwelche Küchenmonster, die dann nicht funktionieren. Sie kaufen sich vielleicht eine große Maschine, stopfen oben alles rein und unten kommt es nicht schön heraus. Hier schneiden Sie präzise eine Scheibe wie die andere. Aber auch das war noch keine Sensation. Ich habe einen Kollegen, den Otti Fischer. Der hat mir in der Fernsehwerbung gesagt, mehr sage ich nicht. Ich spreche kein Wort mehr. Ich lasse hier, meine Damen und Herren, die Qualität sprechen. Schaut euch das einmal an. Wunderschön geschnittenes Kraut. Ich kenne Frauen, die schneiden jeden Tag 3 Krautköpfe. Aber nicht, weil sie es essen, nur weil es so schön geht. Das ist ein Freizeitvergnügen. Das machen Sie zum Beispiel statt Reiten, statt Minigolf spielen. Kaufen Sie sich diesen kleinen Hobel, schneiden Sie alles runter. Aber jetzt, meine Damen und Herren, wird es erst richtig interessant. Ich nehme jetzt Nummer 3. Das ist die modernste Schnittart, die es momentan gibt. Momentan sind alle am Trip abnehmen. Wir dürfen nicht Kalorien zu uns nehmen. Jetzt zeige ich Ihnen etwas, meine Damen und Herren, da werden Sie staunen. Jetzt komme ich zu dem, was Sie immer wieder brauchen in der Küche. Feingeschnittenes Gemüse in lange, dünne Julienstreifen. Ich sage einmal, die Pasta, die muss nicht immer strotzen vor Kohlenhydraten. Machen Sie das einmal so, wie ich es hier zeige. Nehmen Sie diesen Einsatz, nehmen Sie die fein unterbrochene Klinge. Auch hier bester japanischer Stahl. Und jetzt, meine Damen und Herren, zeige ich Ihnen was. Das konnte man bisher niemals schneiden, Streifen aus Gemüse, solange wie das Gemüse ist. Weil beim Gemüseschneider Bosch, Philips, Ken und Braun, Wundergeräte, schieben Sie es oben rein, unten kommen kurze Streifen. Bei Peppi Rössler, und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie wirklich live, wie das sein kann, schneiden wir wunderschöne Streifen. Und wenn jetzt jemand zuschaut, der was sagt, ich möchte das unbedingt haben, das kann ich nachvollziehen, aber Achtung, heute bekommen Sie ein zweites Paket gratis dazu. Das heißt, Sie kriegen einmal die Grundpackung mit dem V-Hobel, mit einem Flaschenöffner, mit dem Restehalter. Sie kriegen die Füße, den Julienschneider und natürlich auch die Platte. Und eine zweite kriegen Sie heute gratis dazu. Aber kaufen Sie bitte noch nicht. Kaufen Sie nicht, weil es preisgünstig ist. Kaufen Sie erst dann, wenn ich Sie wirklich überzeugt habe, weil sonst macht mir das keinen Spaß. Überzeugen versuche ich Sie jetzt mit Käse. Wenn Sie Käse in Streifen schneiden, eine mühselige Arbeit. Man musste zuerst einmal versuchen, weil das ist eh nie gelungen, den Käse in Scheiben zu schneiden, ja? Was beim Käse eh schon schwer geht. Dann übereinander legen. Und wie vor 500 Jahren bei den Barbaren. Mühselig Streifen machen. Hier und da, wenn wir nicht aufpassen, die Finger werden kürzer, die Gesichter werden länger.
Meine Damen und Herren, eine Sensation. Veredeln Sie diesen Wurstsalat mit wunderschönen Käsestreifen. Bitte schaut sich das an. Mir kommen die Tränen vor Freude. Meine Damen und Herren, ich bin extra aus Wien angereist, weil es hier wirklich so wunderschön ist, weil die Kollegen alle so nett sind und vor allem, weil ich endlich einmal zeigen darf, dem breiten Wahnsinn. Publikum, ja, die das bisher nicht gekannt haben, ich bin ein Botschafter sozusagen, ja, ein Ausgesendeter, nicht ein Ausgesetzter, ein Ausgesendeter, wo man alles in feine Streifen schneiden kann, so muss Wahnsinn. Das sein und niemals anders. Экспресс-шоп празднует юбилей. И поздравить нас пришел сам Пеппи Рёслер. А в подарок нам он принес что-то абсолютно невероятное. Абсолют сенсационел. Нутрислайсер – это уникальное изобретение из Австрии. Размером не больше смартфона, Нутрислайсер содержит в себе сразу 4 устройства. Легким движением вы устанавливаете насадку для очистки овощей, и Нутрислайсер очищает как твердые, так и нежнейшие фрукты и овощи в считанные секунды. Установите насадку жульен, и Нутрислайсер превращается в уникальное устройство для нарезки соломкой. Теперь корейский салат из моркови или овощные спагетти для вас – дело нескольких минут. Но это еще не все. Установив силиконовые подставки и раскрыв Нутрислайсер, вы превращаете его в овощерезку, которая нашинкует овощи шайбами невероятной толщины. Посмотрите сами! Все три лезвия Нутрислайсер изготовлены из прочнейшей японской стали. Даже ананас по зубам этому плавающему ножу с заточкой пиранья. Конечно, Нутрислайсер сможет открыть еще и любую бутылку, но не это главное. Achtung, heute bekommen Sie ein zweites Paket gratis dazu. Да, вы не ослышались. В честь своего юбилея «Экспресс-шоп» дарит вам второй набор «Нутрислайсер» из 5 частей. Не упустите эту уникальную акцию. Ведь кухонные приборы не должны быть громоздкими. Они должны быть как «Нутрислайсер». Уметь все и при этом умещаться в кармане. Мы еще не готовы. Ты хочешь что-то сказать? Я sprachlos. Дорогие друзья, у меня на самом деле даже сейчас нет слов, потому что все, что я вижу, это просто гениально. Я вам сказала, что это маг и волшебник, это действительно так, потому что все, что происходит, происходит в считанные секунды, и создается такая красота, что я просто не верю своим глазам. Смотрим дальше. Du kannst schon wieder aufhören. Ich habe schon wieder Luft. Ich muss immer die Kollegin, muss meine Pausen, ja, wenn ich Luft hole. Was Sie hier sehen, damit Sie nicht, ich ernähre mich gesund mit dem Nutrislicer. Was Sie hier sehen, ist kein Bauch, das ist mein Hirn, weil sonst hätte ich so einen großen Kopf. Ich würde nicht einmal auf Ihren Bildschirm passen. Meine Damen und Herren, ich rasple, ja, mit diesen edlen Gerät für die Küche, die Schokolade. Bitte sagen Sie mir ein einziges Gerät, was einen Bruchteil von dem kann. Und wenn ich das der Preis-Leistung gegenüberstehe, dann ist es fast schon ein Weihnachtsgeschenk und Ostern zugleich. So. Aber auch das war noch nicht alles. Jetzt nehme ich den Parmesan. Der muss nicht immer gerieben sein. Den können Sie einmal blättrig schneiden oder fürs Carpaccio. Meine Damen und Herren, bitte schauen Sie her. Das ist eine Sensation. Mm. Und dieses Gerät bekommen Sie hier, nur hier. Ja? Ich sage mal, ein Exklusivgerät, nur für erlauchte Kundschaften. Wir haben normalerweise im K&K früher kaiserlich, königlicher Hoflieferant waren wir, ja, mit Schneidegeräten. Schon mein Urgroßvater hat das gemacht. Vor dem Ersten Weltkrieg, da schaut's einmal her. Und ich habe das fortgesetzt, die Familientradition. So muss das ausschauen, wenn es wirklich perfekt geschnitten ist. Und Sie können mir eines glauben, Sie können 100.000 Geräte zu Hause haben. Aber das Wichtigste ist immer, frische Lebensmittel und das beste Werkzeug, dann wird es auch Ihnen gelingen. Und das alles bekommen Sie hier im Shop. Wir haben die besten Pfannen, wir haben das beste Geschirr. Wir bieten Ihnen nur das an, von dem wir zu Hause wirklich überzeugt sind, was wir auch selber verwenden. Weil sonst kennt man das gar nicht so sagen. Meine Damen und Herren, schauen Sie diese Augen an, die können nicht lügen. Und jetzt schauen Sie noch an, wie ich hier schneide. Ins kochende Wasser. In 2 Minuten perfekte Spaghetti. Aber das mal nicht aus Teigwaren, sondern dieses Mal aus Gemüse. Das heißt, wenn Sie das essen, nehmen Sie automatisch ab. Sie brauchen mehr Kalorien beim Kauen, als was Sie da zu sich nehmen. Das ist nicht lachen, nur zuschauen. Pfannengemüse, ja, einmal so geschnitten. Ein einziger Handgriff. Ich nehme den ersten Einsatz raus und gebe das Zackenmesser hinein. Ein Piranha-Zackenmesser, pendeln. Immer der beste Steuer. Und jetzt schauen Sie her. Geheimnis beim Kochen, gleichmäßiges Schneiden. Ja bitte Kinder, wer kann zu Hause mit seiner Küchenmaschine, mit der Hand, mit dem Messer, wenn sie noch so scharf, noch so gut sind, so gleichmäßige, längliche Scheiben schneiden? Kein Mensch. Weil so müssen Sie mit einer Rasiergänge, mit einem Gemüsehobel arbeiten. Ja? Aber beim Gemüsehobel geht es nur so. Wenn Sie das möchten, dann sind Sie bei mir richtig. Nehmen Sie den Hobel, das heißt nicht aus der Lade, sondern einen einzigen Handgriff. Jetzt kommt dieses V-Messer zum Vorschein. Und das ist eine Präzisionsklinge. Da macht das Schneiden Spaß.
kiloweise und immer wieder gleichmäßig geschnitten. Ganz egal, ob Sie große, kleine Stücke haben, ob Sie etwas Grünes, etwas Rotes, etwas Gelbes schneiden. Damit nicht jemand glaubt, das geht nur mit den weichen Sachen. Das geht genauso mit harten Früchten, sogar mit hohlen Früchten, wenn Sie Karotten haben, in hauchdünne Scheiben brauchen. Ich weiß zwar nicht für was, aber funktionieren tut's. Die Karotten schneide ich natürlich hier vorne. Wenn ich sie schälen möchte, zuerst schälen. Um die Vielseitigkeit zu zeigen, einmal raus, einmal rein und mit einem einzigen Handgriff habe ich jetzt einen Karotten-Julienne-Schneider. Ja, damit müsst ihr euch niederknien, meine Frauen. Wenn ihr das zu Hause habt, das ist wirklich ein Juwel für die Küche. Und es ist wurscht, ob sie das hinlegt, ja, oder in der Hand hält. Ob sie drüber ziehen mit der rechten oder mit der linken Hand. Es ist immer gleichmäßig geschnitten. Sie können nichts falsch machen. Die Wiener Philharmoniker, ja, vom weltberühmten Neujahrskonzert, die haben alle solche Geräte zu Hause und die schneiden auch damit. Aus reiner Gewohnheit schneiden die noch anders. Also wie sie den halten, ist wurscht. Bei den Philharmoniker, da nimmt der erste Geiger die große Gurke, legt sie an, legt sie an. So schneiden die Wiener Philharmoniker. Ja? Im Dreivierteltakt, im Walzertakt, meine Damen und Herren, eigene Gurken. Und das ist wirklich ein Werkzeug, das brauchen Sie. Und jetzt kommt das Allerbeste. Jetzt zeige ich Ihnen die Reinigung. Ich habe hier eine österreichische Spülmaschine. Die schaut so aus. Ja, beim Schneiden sind wir Meilen vorn. Bei der Technik vielleicht ein paar Schritte hinten, aber das ist wurscht. Das ist die Reinigung. Und das Wasser abspülen, abschwemmen, das Ganze sauber. Natürlich können Sie das Ganze auch in die Spülmaschine geben, aber Sie müssen es nicht. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das Ganze zu einem absoluten Spitzenpreis, fünfteilig und das im Doppelpack zu Ihnen nach Hause kommt, dann wird der Misstrauische sagen, das probiere ich einmal aus. Einmal kaufe ich mir im Fernsehen das beste Gerät, was ich je gesehen habe. Und Sie haben es live gesehen und das funktioniert hundertprozentig. Und jetzt gibt es noch so viele Sachen, die ich Ihnen zeigen möchte. Das, was Sie zu Hause in der Praxis immer wieder brauchen. Da gibt es so viel. Ja? Alles kann ich gar nicht zeigen, ich habe leider nur eine Dreiviertelstunde Sendezeit. Meine Damen und Herren, jetzt nehme ich die göttliche Klinge. Wenn ich sage göttliche Klinge, ich weiß, von was ich rede. Eis- und Ölgerätete Zackenklinge, schält das Weiche. Ja bitte, schaut sich das an. Ja bitte, wer kann das daheim so schön? Na kein Mensch. Und genau das Gegenteil, ja, von diesem glatten Gemüse ist die Süßkartoffel. Die war bis jetzt immer in einer Rausch, die ist gelb, ich bin überrascht. Eine Überraschungskartoffel sozusagen. Wenn Sie früher Birnen und Äpfel gegessen haben, meine Großmutter hat immer gesagt, Peppi, ist das mit den Schalen, weil da sind die Vitamine drinnen. Ja. Heute ist das nicht mehr so. Pestizide sind drinnen, unter die Schale muss man kommen, dünn muss man sie schälen, damit was überbleibt. Und Sie haben das richtige Gerät. Und wenn Sie den Apfel schälen zu Hause, denken Sie das nächste Mal an mich. Sie werden, meine Damen und Herren, nicht zufrieden sein, weil zufrieden sind alles mit uns. Bei unseren Geräten begeistert. Ja? Wir legen höchsten Wert auf Begeisterung. Bei zufrieden, ja? Du bist vielleicht mit deinem Freund zufrieden, aber bist du begeistert? Das lassen wir dahingestellt. Schaut euch das einmal an. Ich schäle den Apfel. Ja? Zur Überraschung aller, in einem durch. Aber das war noch nicht alles. Jetzt nehme ich die Sellerie. Die Riesenviagra für den Herrn Gemahl und schäle sie hier runter. Jetzt nehme ich eine Kiwifrucht, nämlich genau das Gegenteil von der harten Schale. So eine Schale, meine Damen und Herren, wird genauso geschält. Und jetzt kommt was, das glaubt man eh keiner, wenn es nicht zeigt, Paprika. Da müssen Sie normalerweise blanchieren. Ja? Und während ich das alles hier zeige, wo Sie vielleicht sagen, das schäle ich alles nicht, nehme ich zwischendurch eine Kartoffel, weil die muss ja wohl jeder schälen. Wenn Sie es kochen wollen, für die Petersilkartoffeln, für ein Kartoffelpüree, für den Stampf, dann machen Sie es da. Und wenn Sie es in Scheiben schneiden wollen, kloppen Sie einmal auf. Ich habe einen V-Hobel. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin begeistert. Dass ich selber, bitte reservieren Sie mir zwei in der Regie. Zwei kaufe ich mir selber. Einen für mich, einen für meine Gattin. Geben Sie noch einen dritten dazu. Да, сами можете, нет, вы на самом деле, вы можете заказать сегодня и два, и тогда получите четыре, дорогие друзья, на всю вашу семью, на всех ваших друзей. На самом деле, это настоящее искусство. Я здесь просто поражена, у меня не хватает слов, потому что это действительно сегодня невероятная премьера, это невероятные продукты, я не успеваю просто следить за всем, что делает Пепе, потому что делает он все за секунды. Einmal im Leben steht jeder einmal vor dem Rätsel und sagt, wie kriege ich da die Schalen runter? Viele machen so, die schneiden es dem Kern entlang, löffeln es aus. So mache ich das, auch. Ja, das machen ja die meisten. Ja. Aber jetzt, meine Damen und Herren, schauen Sie her. Mit dieser Zackenklinge kann ich sogar von der Mango, ja, die Schale herunterziehen. Und das ist das Sensationelle, dass alles mit einem und demselben Gerät geht. Und weil es jetzt gerade in die Jahreszeit reinpasst, zeige ich Ihnen jetzt etwas, das braucht man immer wieder. In der Sommer geben wir das zur Limonade dazu. Das ist ein wahres Gesundheitselixier. Mhm. Sie können im Winter Tee draus machen. Mhm. Und ich sage Ihnen eins, wenn ich sage, zu Beginn habe ich gesagt Trüffelhobel. Schauen Sie mir das einmal an, den Ingwer. Ja? Da werden die Fasern nicht herausgerissen. Der ist wunderschön sehr geschnitten. Schön. Den gebe ich ins heiße oder ins eiskalte Wasser. Da kann der das ganze Aroma entfalten. Und dann hat der Körper was davon. Für die Verdauung sehr gut. Sehr gut auch bei Verkühlungen. Aber das, was Sie immer wieder brauchen, das Wurzelwerk entweder geschält,
für die Suppe als Aromaeinlage dünn geschnitten. Oder wenn jetzt einer sagt, ich will es nicht dünn geschnitten, ich möchte das Ganze im Schulenschnitt. Das ist immer nur ein einziger Handgriff. Und dieses Gerät nimmt auch keinen Platz weg. Die Küchen werden immer kleiner, das Geschirr wird immer größer, auch der Hunger wird immer größer. Jetzt habe ich das Richtige klein, ja, und groß zugleich. Groß in der Leistung, klein im Preis. Zwei Stück für einen hier bei Express Shop. Ist alles möglich, meine Damen und Herren. Schöner wie im Lotto. Und die Gewinnchance ist weit, weit höher. Das ist wirklich ein Produkt, da sage ich, da lege ich meine Hand ins Feuer. Дорогие друзья, ну а я только скажу, сегодня у нас день рождения, и сегодня у нас 10-летний юбилей, поэтому звоните и заказывайте. Сегодня не только прекрасная цена, но еще и замечательный подарок. Если вы закажете один нутрислайсер, вы получаете второй, точно такой же в подарок. Все, что он может, вы видели. Это не только нож, овощечистка, овощерезка, это много-много больше. И Пепе вам сегодня показал прекрасную презентацию того, как можно это сделать дома, не будучи каким-то магом и волшебником на кухне, просто потому что у вас правильный инструмент. Звоните и заказывайте, посмотрите, продолжаются чудеса в нашей студии. Ну, а я благодарю нашего эксперта, потому что сегодня была удивительная презентация, а вы звоните, заказывайте номер телефона на ваших телеэкранах. Vielen Dank, Pepe, das war wirklich eine tolle Präsentation. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.